Hallo, ihr Lieben. Ja, ein spontanes Video aus der Natur. Und zwar, wann zeigt sich das, was ich haben will, das, was ich manifestieren will, im Außen? Und vielleicht kennt ihr ja auch so Sachen wie Divine Timing, oder? Aber es gibt tatsächlich keine Kraft, keine göttliche Kraft, auch keinen Gott im Außen, der irgendwo eine Entscheidungskraft hat über uns. Sondern es ist alles ein energetisches Spiel. Ein energetisches Spiel, wo ich die Energie bin, die dieses Spiel bestimmt. Ich bin ein energetisches Wesen. Das sagen auch alle. Ja, wir sind energetische Wesen. Aber keiner sagt dir, was es heißt, dass du ein energetisches Wesen bist. Ich will es dir jetzt sagen. Du bist ein energetisches Wesen, in dem alles, was dich ausmacht, aus Information, also Energie besteht. Die Energie, die du bist, ist dein Leben. Und wie kann man die Energie festmachen, beschreiben, die du bist? Du bist die Energie deiner Gedanken, Vorstellungen, Annahmen, Rückschlüsse, Einstellungen von all dem, was du glaubst, wovon du überzeugt bist. Und wovon du nicht überzeugt bist und was du nicht glaubst, was du dir nicht vorstellen kannst, was du dir vorstellen kannst. All das ist deine Energie. Du bist all das. Und all das zeigt sich im Außen. Und zwar den lieben langen Tag. Bei jedem Schritt zeigst du dich im Außen. Und wie zeigst du dich im Außen? Wie kannst du dich im Außen sehen? Wie kannst du dich im Außen spiegeln? Und so ist es. Ich drehe mal hier meine Kamera um. Ich kann mich in all dem, wo ich jetzt hier durchlaufe, kann ich mich spiegeln. Obwohl, ja, die Scheiben dieses Autos, die haben einen Spiegel. Aber dieser Baum hat keinen Spiegel, dieser Mann hat auch keinen Spiegel, aber dennoch ist es mein Spiegel. Wie kann es sein, dass all das, was da draußen ist, mein Spiegel ist? Weil ich den Dingen die Bedeutung gebe, weil ich den Dingen die Bewertung gebe, weil ich sage, was diese Dinge sind, weil ich sage, wie diese Dinge für mich sind. Und deswegen spiegelt sich meine komplette innere Welt, meine Einstellungen, meine Ansichten eben im Außen. Was für eine Ansicht habe ich hier von diesem Auto, das gerade um die Ecke kommt? Was habe ich davon für eine Ansicht? Stört mich das? Habe ich das Gefühl, das hat hier nichts zu suchen? Ist es für mich zu schnell? Fährt es zu langsam? Beengt mich das? Beschränkt mich das? Das ist meine Ansicht. Und so habe ich von den kleinsten und von all den großen Dingen, die ich mir vorstellen kann und die ich mir nicht vorstellen kann, Ansichten. Und deswegen ist die ganze Welt da draußen mein Spiegel. Der Spiegel meiner Ansichten. Der Spiegel meiner Einstellungen. Und jeder Baum, jedes Grashälmchen spiegelt meine Ansichten wieder. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, ja, die ändern ja von Tag zu Tag.
Manchmal finde ich es gut, manchmal stört es mich, manchmal stört es mich nicht. Also ich habe ja täglich andere Ansichten. Genau, und das ist das Problem. Warum du die Sachen, die du sehen willst, im Außen nicht siehst. Weil du täglich andere Ansichten hast. Weil du deine Ansichten auf einer Basis, einer wankelnden Basis, einer schwankenden Basis fällst. Und deswegen siehst du deine Manifestationen im Außen manchmal und manchmal siehst du sie nicht. Manchmal sind sie da und manchmal sind sie weg. Weil du diese innere Basis über dein Selbst, über deine Ansichten, die du vertreten willst, über deine Rückschlüsse, die du vertreten willst, über all das, was dich ausmacht, wie du es haben willst und nicht, wie es unterbewusst in dich einprogrammiert ist, weil du dieses klare Bild und diese klare Entscheidung eben noch nicht getroffen hast und sie vielleicht manchmal getroffen hast und manchmal einhältst und dann halt wieder nicht und dann hast du wieder eine andere Meinung und eine andere Einstellung, weil du ja gerade im anderen, was sie im Außen wahrnimmst. Und das ist der Punkt. Du musst dieses stabile Gerüst von den Dingen sein, die du wahrnehmen möchtest in deinem Leben, die du sehen möchtest. Und dann manifestieren sie sich und zeigen sich auch stabil im Außen. Und wenn du jetzt als Beispiel deine finanzielle Situation nimmst, die variiert. Mal ist sie besser, mal ist sie schlechter, weil du mal mehr einnimmst, weil du mal mehr ausgibst, weil du mal weniger einnimmst, weil du mal weniger ausgibst, weil du mal teurere Wünsche hast, weil du mal weniger teurere Wünsche hast und so weiter und so fort. Das ist auch immer wieder schwankend. Und genauso wird sich deine finanzielle Situation für dich darstellen. Und auch hier hast du eben dieses stabile Fundament, diese stabile Überzeugung, diese stabile Ansicht, die über kontinuierliches Wachstum entscheidet, mehr und mehr. Jetzt sind wir nur hier mal im finanziellen Beispiel. Meinen Coachings gehen wir natürlich da in alle Lebensbereiche und Ansichten rein, die dich blockieren oder wo es nicht wächst. Und wir sind grundsätzlich in keinem unserer Lebensbereiche auf kontinuierliches Wachstum und kontinuierlich mehr und besser einprogrammiert und so auch eingestellt. Wir glauben, es gibt eine Grenze. Wir glauben, man darf nicht so viel wollen. Wir glauben, man muss zufrieden sein. All das glauben wir. Und auch diese Dinge hier wieder zeigen sich im Außen. Und von vielen Sachen, die wir glauben und von denen wir ausgehen, sind wir eben überhaupt nicht so, da sind wir uns nicht klar, dass es da ist, dass es vorherrscht. Aber wir sehen es halt. Wir sehen es im Außen. Das Außen lügt nie, weil Energie lügt nie. Und das ist einfach das, was jeder Mensch verstehen müsste, damit er endlich weiß, was er in seinem Inneren verändern muss. Weil viele sagen ja, die Arbeit ist im Inneren, aber welche konkrete Arbeit genau? Und bevor ich das nicht herausgefunden habe, was konkret damit gemeint ist und was konkret für mich zu tun ist, hatte ich eben auch niemals stabile Ergebnisse, sondern habe immer rumgewackelt wie ein Kuhschwanz. Mal wurde es mehr, mal wurde es besser, dann war es wieder ganz schlecht. Egal welcher Lebensbereich. Und wir alle streben ja eigentlich an, dass wir in den Höhenenergien zu Hause sind, weil das ist ja unser Divine Design. So fühlt sich das an, wer wir wirklich sind. Aber unser Verstand, unser Human Design, sogar diese ganze Human Design Literatur über diese Genkeys ist voll mit Einschränkungen. Aber die Wahrheit ist, es gibt keine Einschränkungen. Wir brauchen nicht hier mit Einschränkungen und Beschränkungen leben. Ist nur fake. Jede Einschränkung, jede Beschränkung, jede Bedingung ist fake. Die hast du selber gemacht oder wenn du sie übernommen hast, hast du letztendlich auch selber gemacht, ja. Wenn du das Erdbeerkuchenrezept von deiner Großmutter übernommen hast, letztendlich hast du den Erdbeerkuchen ja auch selber gemacht nach ihrem Rezept. Verstehst du, was ich meine? Und genauso darum geht es, dass wir diese Mechanismen, diese energetischen Regeln
verstehen, aber dann auch wirklich richtig anwenden, und zwar mit einer Konsequenz, sodass sich das im Außen manifestieren kann. Und das ist für mich diese höchste Kunst, zuerst mal das zu verstehen, was sind denn meine Generatoren und wie kann ich die beeinflussen und wie halte ich sie stabil. Weil nur wenn es stabil ist, wenn meine Energie stabil ist, wenn meine Ausstrahlung, meine Manifestation stabil ist, dann sehe ich sie eben auch stabil im Außen. Und das ist so ein cooler Weg, dieser Weg in diese Stabilität und aus dieser Stabilität heraus einfach immer mehr und mehr. Ich meine, mehr schöner, mehr leichter, mehr angenehmer, mehr spannender, mehr genießend zu generieren. Das ist doch wahnsinnig toll. Und ich weiß nicht, wieso das nicht jeder machen möchte. Und ich weiß nicht, wieso nicht jeder das lernen will. Und weil es eine andere Welt ist, ja, das sind die energetische Welt, aus der die manifestierte Welt entsteht. Und das ist eine ganz, ganz andere Welt, als die wir jemals kennengelernt haben, deren Regeln wir noch nicht kennen. Und wir wissen auch nicht, welche Rolle wir in dieser Welt spielen. Und das muss unserem Verstand klar werden. Sonst wird er uns nicht dahin gehen lassen. Da lässt er uns nicht rein. Da ist Angst groß. Da kommt Flight or Fight, oder? Da kriegen wir Panik in dieser unbekannten Welt. Unser Verstand muss sich da lernen auszukennen, damit wir stabil im Unbekannten bleiben und daraus eben wieder Neues, Bekanntes generieren und kreieren können. Dazu sind wir hier. Das ist der Sinn des Lebens. Und dazu sind wir alle berechtigt und befähigt und ermächtigt, wenn wir endlich verstehen, dass diese ganze menschliche Geschichte über unser Leben eigentlich gar nicht übernommen werden muss. Wir können alle unsere eigenen Erdbeerkuchen generieren und kreieren, und die werden immer besser und immer schöner. Und das ist der Sinn des Lebens und der Weg des Lebens. Und deswegen möchte ich euch wirklich einladen, das zu lernen, und zwar konsequent zu lernen und konsequent umzusetzen. Und ihr habt hier ein so tolles Beispiel mit der Andrea in der Gruppe, mit dem Video auch, das sie gemacht hat. Ich habe es oben anfixiert. Sie hat es genauso gemacht, wie ich es gesagt habe. Genauso. Und genauso geht's. Und genauso habe ich es bei mir gemacht. Und genauso machen es die anderen. Und warum sind manche eben nicht so erfolgreich und sehen es noch nicht so im Außen? Das ist einzig und allein nur, weil diese Stabilität, diese Überzeugung fehlt. Weil das halt noch nicht da ist. Weil immer wieder irgendwelche Zweifel einfahren, immer wieder irgendwelche Rückfahrscheine in die alte, beschränkte, Human Design bedingte Welt genommen werden. Und da verliere ich natürlich Zeit, ist ja klar. Aber wenn ich es schnell will, wenn ich eben diese Zeit nicht verlieren will und wenn ich halt auch so einen Turbo einlegen will, dann sollte ich mir wirklich ein Mentoring beschaffen, das mich da auf dem Weg hält. Das wird schnell, das wird sich immer auszahlen. Und all diese kleinen Programme, die ich anbiete, die kann sich wirklich jeder leisten. Aber macht etwas. Schaut, was mit euch passiert, wenn ihr euch committet, so wie es die Andrea auch in ihrem Video gesagt hat. Und dieses Commitment zeigt sich eben, dass ich in ein Coaching-Programm reingehe, in ein Mentoring reingehe, dir vielleicht sogar ein Premier-Private-Mentoring gönne und genau weiß, dass sich das nachher 100% ausgezahlt hat, dass ich da einen Return und Investment habe, der zigfach, hundertfach, tausendfach, millionenfach sich in all meinen Lebensbereichen, unter anderem natürlich auch in meinen finanziellen Lebensbereichen, auszahlt. Und es gibt kein besseres Investment. Aber auch hier bei jedem anderen Investment, wo dir wirklich wahrerweise oder vielleicht verarschigerweise große Renditen versprochen werden, wenn du frühzeitig aussteigst, wenn du nicht dranbleibst, dann wirst du die Rendite nicht bekommen. Und so ist es einfach bei jedem Investment. Ich muss Zeit, Fokus, die richtige Energie, die mich dann zu den richtigen Verhaltensweisen führt, konsequent umsetzen und anwenden. Ja, Leute, ich hoffe, ich habe euch inspiriert.
Gehen mal ein bisschen shoppen auf meiner Seite mywellfeeling.com. Viele Sachen sind auch nicht drauf, wie zum Beispiel der eine Spot Private Premium Mentoring. Wenn du sagst, ich will Turbo, ich will schnell, ich will das Beste, dann ist es für dich. Und ansonsten gibt es für jede Lebenssituation, für jeden Geldbeutel irgendwas da drauf. Heute Abend noch öffentlich wachsen. Kleine geile Mini-Mastermind hat auch schon wieder so unglaublich viel gebracht den Leuten, die sich da rein committed haben. Es braucht manchmal nicht so viel, um wirklich im Außen eine Veränderung zu sehen. Aber wenn ich die Veränderung dauerhaft sehen will, dann braucht es ein bisschen mehr. Ciao!